Ja, Raketenschuh! Oh ja, looten! Meins! Ja, geil! Alles meins! Ja! Alles dreht durch! Ja! Ja, Geld! Alle Leute, willkommen bei Starcraft 2! So, wir fangen das Spiel jetzt einfach so bei Part irgendwo bei 60 an, weil wir keine Lust hatten, den anderen Rest zu spielen. Ja, Leute, wundert euch nicht, dass es hier so ein schon so ein ja hoher Part ist. Ja, wir dachten uns, wir lassen den anderen, löschen wir alles und fangen jetzt einfach so an. Ja, weil Mr. Müller wollte das gerne. Mit dabei sind der Emre und der wer noch? Der epische Mr. Mör, genau, du hast es erkannt. Also. Nicht der epische. Episch. Ja, genau, Emre, episch. Epischer Mr. Mör. Und ich reden wir, ich reden euch komisch. Mit einem komischen Akzent. Und machen dazu. So. Ich glaube, du warst das Let's Play. Ja, nein, was wollen wir machen? Ich musste erstmal hier auf mein Ding gucken, was wir alles noch machen können als nächste Aufgaben. Wir wollen zu Taylor Cobb wollen wir also gehen. Wir folgen einfach mal den Fall. Wir erinnern sich nicht, wir wollen zu Claptrap. Und mit Taylor Cobb müssen wir reden. Keine Ahnung, oder finden, je nachdem. Taylor Cobb, haha. Ich überquere die Zugbrücken und spreche mit Taylor Cobb außerhalb von Janestown. Mann, das ist so lange her alles. Ich weiß gar nicht mehr, was gut ist und was schlecht in diesem Spiel. Lass uns einfach losfahren. Das letzte Mal, dass wir Borderlands gespielt haben, war, glaube ich, Mitte Mai? Mitte Mai? Ja, es ist schon sehr, sehr lange her. Es ist sehr, sehr lange her. Heißt, alle deine ganzen neuen Zuschauer kennen dieses Let's Play gar nicht. Ja, deshalb, wir erklären nochmal alles nochmal von neuem. Das ist jetzt natürlich nochmal sehr merkwürdig. Aber wie ich bin als Berserker da, der Mr. Mör als Soldat, der liebe... Der Kafal ab als abgespackter Sniper, der irgendwie einen Anfall immer bekommt. Und der Rüdiger oder Shadowfang in Abwechslung alle paar Parts als Sirene. Wie, der Rüdiger ist also Shadowfang? Ja, beide sind eigentlich sind es dieselbe Person in diesem Spiel. Ach so, und also 2-1, ne? Ja. Also ist es dieses Spiel, wie vorhin über wie lange wir hier noch brauchen. Aber wir werden einfach weiterspielen, wir haben ja riesigen Spaß eigentlich dran. Wir haben jetzt die ganzen Projekte, habe ich jetzt so abgehakt, die ich machen wollte. Nightmare House ist fertig, Mario Galaxy 2 ist fertig, alles andere ist fertig, Löwenzahn ist auch fertig. Was? Löwenzahn ist nicht fertig. Okay, das war auch eine Lüge, ich wollte ja nicht nur loswerden. So, und jetzt höre ich mal auf die ganze Kreis, weil mein Zuschauer wird schon schlecht, glaube ich. Wow! Emre, nicht abspacken. Okay, gut, ja, erstmal Borderlands, machen wir jetzt die Mission weiter und spacken wir die ganze Zeit. Wir wollen jetzt Richtung Mission fahren, dafür geht es aber hier lang. Wir sind voll in die falsche Richtung gefahren. Das stimmt. Ja, das fahren wir hier lang. Jetzt fahren wir hier lang. Nicht wundern, das hier ist meine einzige Ausnahme hier. Genauso wie Half-Life. Die Toriefer-Projekte werden meistens immer in Blöcken aufgenommen. Daher entschuldige ich mich dafür, wenn ich manchmal nicht ganz hinterherkomme mit euren Kommentaren, wenn ich da was berichtigen möchte. Ich finde es toll, dass ihr was schreibt und uns gerne helfen wollt. Aber in dem Fall kann ich euch, kann ich leider nicht so schnell darauf eingehen. Das wollte ich nochmal sagen. Mhm. Ich habe zwei Idioten bei mir, die ich eigentlich gar nicht dabei haben wollte, sondern ich habe dafür Geld bekommen, dass die hier mitmachen. Deshalb habe ich jetzt Feuer gelöscht! Über die Wolken! Ich muss ins Menü gehen! Toilette! Ja, ich steige jetzt halt aus! So, ich mache jetzt den Server aus, tschüss! Ja. Scheiße! Du Arschloch! Okay, jetzt, ja, ich höre ja schon auf! Ja! Und ich weiß auch, weil wir ja auf einmal Rack! Wieso ist Kappa jetzt im Menü? Ich habe keine Ahnung, was es soll. Mii! Ja, toll, Mii! So! Ja. Starte ein Duell im Coop, indem du einen Spieler mit einem Nahkampfangriff herausforderst. Drücke V, um einen Nahkampfangriff auszuführen. An einigen Waffen sind Klingen befestigt, die einen Nahkampfschaden-Bonus gewähren. Sehr schön, klasse Leute, ich fahre jetzt weiter ohne euch. Mii, da steht immer noch Mii. Ich muss ja immer noch laden. Nein, musst du nicht. Ist ja irgendwie blöd. Nein, musst du nicht. Nee. Hm. Wo sind wir hier? Muss ich hier lang? Sollten wir überhaupt noch mal erklären, was Borderlands generell ist? Was? Nö, ich glaube eher nicht, oder? Was? Ja, erklär doch bitte schön nochmal. Erfrische unser Gehirn! Los, mach jetzt. Mach endlich! Muss ich jetzt wirklich? Ja, du Arsch. Okay, Borderlands ist ein... im... Oh, langweilig! Halt die Klappe jetzt! So, weiter geht's in diesem Spiel. Mr. Mör ist zu unfähig, irgendwas zu erklären. Dabei will Borderlands ist ein Dabei will er doch sonst... Sonst wird er auch immer so gebildet. Aber diesmal ist er nicht gebildet, also ist er nicht gebildet.
Wallace ist ein RPG. Ich kann auch was sagen, ich werd euch immer übertönen, mein Mikro wird extra aufgenommen, alles werde ich euch immer übertönen, egal was ich mache, ist mir so egal, RPG und Ballern, genau, das ist das Beste, was man wissen muss. RPG und Ballern. Oh Mann, ihr seid Kunstbanausen, echt, ey. Immer schlau reden wollen. Wir müssen aufwissen. Okay. Ja. Ah! Quiekviecher! Oh, Quiekviecher. Mein, überfahren. Hä? Ja, überfahren. Matza, immer noch die Quiekphobie. Emre, hör auf mit die. Ey, oh Mann, schau ich dir doch an, ey. Oh, was soll das, ey? Guck sie dir doch mal an. Guck sie dir an, ey, jetzt reicht's mir. Ich hab keine Angst mehr vor euch. Ja! So. Oh Mann. Ey, Quiek. Oh Mann, ihr hört auf mit diesem verdammten Geräusch. Oh, Emre. Fängt da echt schon wieder sehr, sehr, sehr gut an. Und Emre ist aus meinem Wagen raus. Warum? Ey, wie viele gibt es von denen? Wie viele Emre, sind von denen unter den Erbe? Wie viele gibt es von denen? Oh. Möchtest du nicht in den Wagen rein? Erstmal ist ein Artefakt für den Berserker. So, okay, ich hole mir das Artefakt für den Berserker. Also, ja, hör auf abzuspacken. So, okay, was ist denn das? Ey, das kannst du gebrauchen. Ja, ich habe es verwendet. Ich habe jetzt ein Schock-Artefakt erhalten. Das kann ich natürlich ausrüsten. Ihr erinnert euch die Skill-Anzeige hier. Welche Skills wir bereits gelernt haben. Ich weiß sogar nicht mehr, was ich vorhabe. Ich benutze jetzt einfach mal den Schock-Schlag. Den nehme ich jetzt einfach mal mit. Einmal hör auf mit dem Smiley. Wieso? Weil das so ist, so. Weiter geht's. Wir haben, glaube ich, genug Geld, oder? Ich weiß es gar nicht, aber wir essen erstmal mit dem Claptrap reden, würde ich mal sagen. Jo, was hast du uns zu sagen, lieber Claptrap? Sag uns was. Aus... Bist du im Wagen drin? Nee, da bist du ja. Trollololololol. Oh nein, ich will nicht runter, mein Hals! Verdammt. Boah, jetzt super Arbeit. Geleistet. Ich steck hier irgendwie fest. Kann die Brücke sich mal bewegen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich helf dir. So, jetzt geht's wieder irgendwie. Okay. Hätte auch mit meinem Auto zum Abschwacken zu bringen. Ich würde damit noch gerne fahren. Verpisst euch! So. Ihr seid... Wir kommen hier kein Stück voran, wenn ihr so weitermacht. Das Problem der ganzen Sache ist einfach, wir müssen hier... Wow. Tennis! Klappe halten! Sie hasst Musik! Wieso hasst sie Musik? Weil sie auch keine Quiekviecher mag, deshalb. Sie hört kein Dach. Oh nein! Emre. Emre? Hallo, Emre? Immer Emre? Emre? Wer ist dieser Emre, von dem alle sprechen? Ja, das ist... Das ist ja meine beste Waffe hier. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier alles irgendwas, aber das ist immer noch mein Crushboner oder keine Ahnung, was es war. Ja, das ist die Video Umgebung wiederholt sich. Kann das sein? Alles, irgendwie will ich hier rein und ich... Was ist das hier? Oh! Ein Zerg von StarCraft will mich angreifen. Halt die Klappe! Wir sind immer noch in StarCraft. Hau auf das Spiel mit den aktuellen Teams zu übersprühen. Okay. StarCraft. Wir sind immer noch im Mai und wir nehmen weiter auf. Ach so, stimmt, ja, okay. Wir sind noch im Mai, oh. Ja, wir sind noch im Mai. Ich freue mich auf StarCraft 2, das wird eines der besten Spiele überhaupt. Ich freue mich auch schon auf Serpia treffen, ey. Ja, ich auch. Ich freue mich schon voll übelst auf die Sommerferien, geil, ne? Ja. Ja, ich auch. Sind ja auch bei. Ich freue mich schon übelst auf das Backfischfest. Ja, wobei, ich rede ja also mal mit den Typen hier. Oh, ich höre, willst du zu... Halt die Klappe! Ich will das Holy! Halt die Klappe! Wie ich höre, willst du zur Splash Coast? Ich kann dich dorthin bringen. Also müsstest du mir einen kleinen Gefallen tun. Ich habe einen speziellen Auftrag für dich. Will ich aber nicht an die große Glocke hängen, wenn du verstehst, was ich meine. Und es wäre das Beste für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten, wenn Helena Pre-Heroes niemals Wind davon bekäme. Okay. Und was heißt das für eine Aufgabe? Bruderliebe heißt sie. Mein Bruder Janus ist der Anführer von Janustown. Aber er hat diese Stadt zu einem Anlaufhof für Schurken gemacht. Heute wirst du nirgends so mehr Abschauung und Verkommenheit finden, wenn wir sammeln finden als dort. Oh Gott, so viel Verschwommenheit und Verkommenheit. Aber es gibt auch bessere Zeiten. Damals lebten anständige Menschen dort. Und dieses Gesetz hat alle davon gejagt. Als ich mich dagegen auflehnte, hat er mich verbannt. Mich, deinen eigenen Bruder. Es war großes Unrecht. Ein Einwohner dieser Stadt hat ein besseres Schicksal verdient. Janus muss aus seinen Hand entfernt werden. Mit Gewalt. Geil! Wisst ihr, was Dinga, Dinga, Doggins! Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Dinga, Dinga, Doggins! Weißt du, was das bedeutet? Ihr glaubt muss, das bedeutet das! Ja! Wir sind tot! Steck hier fest! Dinga, Dinga, Doggins, meine Freunde! Liebe Leute, ich bin hier leider in einer mystischen Lage.
Zeig mal. Ich komme nicht mehr raus. Was hast du denn gemacht, bitte? Emre? Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab mich einfach hingekniet, dann, Ja. Nein, vielleicht nicht genug Töne von mir. Nein, tust du nicht. Nein. Okay, du nicht. Okay, Emre, ich verstehe, was du meinst. Scheiße. Okay. Wir müssen jetzt weiter zu Janis Cop und ihn töten. Geht's einfach ohne Bord. Janis Cop! Janis Cop! Janis Cop! Janis Cop, Emre! Emre, was sagst du zu Janis Cop? Emre, sag mal was zu Janis Cop. Was ich sag zu Janis Cop? Janis Cop unzulässig. Emre, Mr. Merch join einfach neu, so, los auf. Moment, ich hab keine Zeit auf dich zu warten. Okay. So. Aber jetzt so mit Käfer abballern, weil es heißt ja keine Quiekviecher, ja. Das ist ja echt schön, dass die Episode gleich so scheiße anfängt. Mit Quiekviechern. Weak. Aber ja. Dieses langgezogene Weak, aber es gibt dann wieder Quiek oder Weak. Und das ist beides, weiß, hört sich scheiße an. Quiek sind. Weiter geht's. Sind lang nicht so schnell. Nur ein Synonym für einen Käfer, der. Klappe! Oh, jetzt redet sie nicht weiter, weil du dazwischen geredet hast.